Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Terraktulianer, alte und neue Welt. Das ist der erste Teil und das Ganze ist herausgegeben worden von Pegasus. Ja, und damit soll es losgehen. Ja, worum soll es gehen in diesem Buch? Ihr könnt es hier in den Inhalten schon sehen. Das ist quasi ein Hopping über die Welt, über verschiedene Kontinente. Einige fehlen noch, wenn man jetzt die Antarktis mit dazu nehmen möchte und Australien. Die würde man dann eventuell in einem anderen Band bekommen. Das ist dann der zweite Teil der Terraktulianer. Hier soll es jetzt erstmal um ein paar Orte gehen auf zum Beispiel Amerika oder Europa, die man so noch nicht kannte. Natürlich ist einem dann in England zum Beispiel Stonehenge bekannt. Das ist dann nichts Neues. Da hat dann schon jeder irgendwie was drüber gehört. Oder, weiß ich nicht, in Deutschland die Walpurgisnacht oben auf dem Harz. Das sind dann Orte, die hat man schon alle mal gehört und da gibt es dann Gerüchte zu. Aber ich frage euch, habt ihr schon mal etwas von den Anasazi Pueblos gehört? Von den Indianern, die hier leben? Ich persönlich nicht. Ich habe mir das Kapitel durchgelesen, beziehungsweise natürlich die anderen auch, und ich habe mir dann bei den Anasazi Pueblos gedacht, das ist doch erfunden. Ich musste erst einmal im Internet recherchieren, ob das jetzt eine Erfindung von Pegasus, beziehungsweise den Redakteuren hier ist, oder ob es diesen Ort, beziehungsweise dieses Volk gab. Und es ist einfach krass. Man muss gar nicht unbedingt viel Cthulhu einbringen, um dann einen Ort zu bekommen, der richtig, richtig abgefuckt ist. Um das mal so deutlich zu sagen. Wenn dann später die Cthulhuiden Elemente reingebracht werden, als quasi Begründung, warum denn dieses Volk so ist, wie es ist, ich kann einfach mal spoilern oder ein bisschen teasern, das sind Kannibalen, und zwar richtig, richtig harte Kannibalen. Die haben sich Städte in die Berge gebaut, Verteidigungsanlagen, haben dann gegen andere Völker Krieg geführt und wurden dann einfach ausgelöscht. Niemand weiß warum, und die Forscher haben dann bei ihren Entdeckungen wohl herausgefunden, dass das alles sehr, sehr plötzlich ging. Und die Knochen, die dann gefunden worden sind, naja, waren angenagt, beziehungsweise irgendetwas hat diese Menschen nachträglich dann noch gefressen. Man geht dann davon aus, dass es Kannibalismus ist, aber warum sind sie zu Kannibalen geworden? Das ist dann die Frage, die man sich stellen kann. Und die Cthulhuiden Elemente, die dann ganz, ganz langsam nach und nach eingeführt werden, das gefällt mir richtig gut, dass man da nicht wirklich weiß, wo hört dann jetzt die Realität auf und wo fängt die Fiktion an. Das haben sie richtig gut gemacht, muss ich hier sagen. Und das gefällt mir gut. Das haben sie quasi bei vielen Städten, die sie hier dann aufgeführt haben, haben sie das so gemacht, dass man die Grenze gar nicht richtig erkennen kann und dass die sehr verschwimmt, so dass man da wirklich nochmal nachrecherchieren muss, was ist jetzt davon immer noch Fakt und was ist davon erfunden. Ja, das ist jetzt eine weitere Seite. Wir haben jetzt die Indianer verlassen und sind jetzt weiter in den Dschungel gegangen. Ihr könnt jetzt auf der rechten Seite die Karte nicht so schön sehen, weil die, ja gut, jetzt auf dieser Doppelseite müsste man sie drehen und das tue ich jetzt einmal hier, damit ihr das auch erkennen könnt. Und naja, wir sind jetzt, wie gesagt, im Dschungel, sind ein bisschen weiter nach Süden gegangen in Amerika und hier erkundet man dann ja, die Maya und Azteken, beziehungsweise das ist natürlich noch sehr oberflächlich, da wird dann nochmal in die Tiefe gegangen, denn es gibt ja nicht nur die Azteken, sondern auch die Mixteken und Zapoteken. Gibt noch ein paar mehr, ist jetzt aber auch für diese Rezension quasi erstmal egal. Zumindest haben diese verschiedenen Kulturen natürlich auch Tempel hervorgebracht. Das kennt ihr dann höchstwahrscheinlich auch aus, naja, verschiedenen Filmen, Abenteuerfilmen, weiß ich nicht, jetzt Indiana Jones. Und es gibt in diesen Tempeln viele Kanalisationen, viele Opferräume. Das ist quasi so ein bisschen wie bei Alien vs. Predator. Man kann es so ein bisschen beschreiben. Zumindest hat Teile dieser Räumlichkeiten aktuell unter Wasser und wohl auch damals schon unter Wasser, so dass man gar nicht sicher ist, wie die sowas gebaut haben und wie die ihre Opfer, teilweise lebende Menschen, dann durch diese Kanalisationsräume in die Opferräume gebracht haben.
Und das wird man wohl heutzutage mit modernstem Tauchgerät schaffen, wie die Leute das damals geschafft haben, keine Ahnung. Und das, diese, allein diese ganzen Fakten, die sie da dann zusammentragen auf engstem Raum, das ist echt unglaublich und macht echt Spaß auf mehr. Also entweder das dann als Spielleiter einmal zu beschreiben oder sich in dieser Welt dann als Spieler zu bewegen, als Investigator. Hier gibt es in diesem gesamten Buch keine Abenteuer drin, aber wenn man sowas liest, hat man auf alle Fälle viele Ideen und wie könnte man sowas umsetzen? Was mir an dem Übergang nicht so ganz schön gefällt, wir haben hier die eine Seite ist Amerika und auf der nächsten Seite folgt dann sofort Malta, das heißt wir sind dann in Europa, das könnt ihr auch oben rechts so ein bisschen durchschimmern sehen, da steht dann immer in welchem Kontinent und wir uns bewegen. Ich finde das von der Aufmachung nicht ganz so schön, weil, naja, es gibt kein Abschlusskapitel für Amerika, sondern es folgt sofort dann Europa und der nächste Schauplatz. Und das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich hier habe. Naja, wir sind jetzt auf Malta, eine kleine Insel, dann im Mittelmeer und hier, ja, würde man erst auch mal denken, was soll hier irgendwie Cthulianisch scheinen, aber auch hier wird so ein bisschen die Geschichte der Insel verwoben mit dem Cthulhu-Mythos und auch das ist wieder hervorragend gelöst. Auch hier musste ich wieder mal Recherche benutzen, damit ich wieder mir klar werde, was davon ist real und was davon ist wieder, ja, fake, wenn man so sagen möchte. Das wollte ich euch hier nochmal zeigen. Ihr könnt es hier schwach erkennen. Das ist, ja gut, schwarz-weiß lässt sich nicht ändern. Mysteriöse Spuren führen ins Meer. Das ist eine Rille, das man vermutet wohl, dass es eine Straße ist. Eine Straße, die ins Meer hineinführt. Und die lässt sich eben nicht nur auf Malta finden, sondern auch noch auf verschiedenen anderen Inseln oder auch auf dem Festland in, ich glaube, das war Aserbaidschan oder sowas. Müsste ich jetzt nochmal genau reingucken, wo man die überall findet. Aber die findet man in ganz Europa, beziehungsweise vor allem im nordöstlichen Teil von Europa. Und die, niemand weiß, wo die herkommt. Die gibt's wirklich. Ja. Und da denke ich mir, ja, Spuren, die ins Meer führen, ohne Sinn und Zweck, so massiv, so groß, in den Stein gebohrt, was haben die Leute mit dem Meer vor sich? Ja, dann befinden wir uns in Griechenland. Hier wird dann so ein bisschen die minoische Kultur erklärt. Das fußt dann natürlich auf den griechischen alten Sagen, als dann Zeus sich wohl mit Europa gepaart hat, der Tochter des Phönizierkönigs. Das ist dann hier in so einem kleinen Kasten erklärt. So ein bisschen hin und her, je nachdem, welche Sage man dann bekommt. Entweder hat Europa selbst das Kind bekommen oder aber der Königssohn von Minos ist dann der Minotaure geworden. Der hat dann ein paar, weiß ich nicht, Jungfrauen bekommen, die in das Labyrinth gesperrt worden sind und die hat er dann gefressen. Kennt ihr alle wahrscheinlich aus dem Unterricht, entweder Geschichte oder ihr habt es irgendwo anders mal gehört, aber sollte wohl bekannt sein. Naja, und dieses Labyrinth wird dann in der minoischen Kultur erklärt, da dann auch, warum die Ausgänge immer in Richtung Westen sind, weil im Westen die Geisterreiche und die Totenreiche sind. Das heißt, wenn dann irgendwelche Geister auch in dieses Labyrinth sich verirren, dann werden die in der Mitte gebunden und dann kann man tolle Sachen mit diesen Geistern in diesem Labyrinth anstellen. Das ist unglaublich spannend auch wieder. Ihr merkt, dass ich gerade so ein bisschen fasziniert von diesem Buch bin, aber das liegt eben auch daran, dass es gut geschrieben ist und Lust auf mehr macht. Ja, dann, man braucht natürlich zu jedem einzelnen Ort verschiedene Cthulhuide Monster, die man damit verknüpft. Hier in diesem Fall ist es, glaube ich, Ktuga, der alte Feuervampir von Formalhor. Es ist ein Planet oder ein Sternsystem. Je nachdem, wie man sich da im Cthulhu-Mythos auskennt, ja, ich weiß nicht. Man hat so seine Lieblingsgötter, die einen verehren dann die schwarze Ziege, oder die anderen sind dann Fan von Ägypten und Nyarlathotep oder von Hastur und dem Gelben König. Und ja, je nachdem, wie man es gerne mag, wird man den einen oder den anderen Gott cooler finden. Ich finde Ktuga, den Feuervampir, finde ich nicht so toll. Ich bin mehr ein Fan der großen Ziege in den schwarzen Wäldern mit den tausend Kindern.
Aber das ist eine ganz persönliche Note, die, ja, weiß ich nicht. Hier in Knossos, im Labyrinth von dem Minotauren, hat man sich dann wohl für Ktuga entschieden. Dann, eine Seite später, sind wir plötzlich in Afrika, im Nubischen Reich. Das ist dann so ein bisschen die Anfänge vom Nil, bevor er dann nach Ägypten reinfließt. Und auch hier gibt es dann eine sehr spannende Verknüpfung. Mir war gar nicht so sehr bekannt, dass die Nubier auch diese ja, Pyramiden, diese Ziggurats haben. Aber das wird ja auch in diesem Buch erklärt, dass das wohl ja, typisch ist. Und die Nubier sollen wohl viel von den Ägyptern kopiert haben, so wird es zumindest behauptet. Ob dem so ist, ist wohl anzuzweifeln. Ich vermute, die werden wohl ihre eigene Kultur gebaut haben und das wohl unabhängig von Ägypten. Aber es fällt dann auf, dass die auch Pyramiden gebaut haben. Das wird von uns eingebildeten Europäern wohl aber nicht so wahrgenommen. Hier gibt es ein paar Reiseberichte, die ich sehr spannend fand. Ich wusste nicht, dass Reiseberichte aus dem 18. Jahrhundert interessant sein können. Aber ja, natürlich, wenn man dann als weißer Europäer zu den Nubiern kommt, zu den verbrannten Menschen, deswegen heißt es wohl auch Äthiopien, also das ist dann griechisch für verbrannte Menschen, dann werden diese Menschen damals zum allerersten Mal Kontakt mit Weißhäutigen bekommen haben und dementsprechend waren die Europäer wohl auch sehr furchteinflößend, weil sie aussahen wie Geister. Das ist natürlich was, wo man sich heutzutage überhaupt keine Gedanken mehr drum macht. Wenn man in einer, naja, in einer Population lebt, wo sehr viele dunkle Hautfarbe haben und plötzlich kommt dann einer hinein, der weiße Hautfarbe hat, dann wird das sicherlich sehr, ja, verstörend erstmal. Den Reisebericht könntet ihr dann hier oben auf der linken Seite erkennen. Das ist dann ein Schweizer Orientreisender. Und ja, also wie gesagt, es ist wieder viel Wissensvermittlung dabei für Orte, die man so nicht kennt oder bei denen man sich noch nie Gedanken drum gemacht hat. Und die werden dann verknüpft mit, naja, in diesem Fall ist es wohl dann die Traumwelt mit den Katzen von Ulta. Die nächsten zwei Stationen in Afrika sind dann unter anderem Simbabwe und Ghana. Ghana selber ist mir nicht bekannt gewesen. Das liegt unter anderem daran, dass es die Stadt A nicht gibt und eine ja, erfundene Stadt ist und B kannte ich sie auch nicht durch verschiedene Romane. Hier ist dann noch einmal eine Karte aufgeführt. Da könnt ihr noch einmal ja, grob erahnen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video genauso gut erkennt. In der PDF, in dem Buch ist es ähnlich schwer. Es ist quasi gar nicht so sehr bekannt, wo Garne liegt. Eine große Expedition, die man dann von Marokko oder sowas aus machen müsste. Und dann kann man sich viele Tage in der Wüste ja, herumtreiben. Mir hat die Stadt dahingehend gut gefallen. Auch wenn es jetzt eine Mythostadt ist, also eine erfundene, das liegt unter anderem an der folgenden Karte, die von dieser Stadt existiert. Und da muss ich sagen, wenn man diese Karte sieht, das ist dann irgendwie so ein Einschlagskraterboden, könnt ihr hier auch erkennen. Alleine wenn ich jetzt oben rechts mir das Bild angucke und auch die Maßstäbe, dann denke ich mir, ja, da könnte man sicherlich mal eine Expedition hin unternehmen. Ja, es wird dann noch so ein bisschen darauf eingegangen, was man da so entdecken kann. Hat mich ein bisschen an die Berge des Wahnsinns erinnert und die Städte unter dem Eis. Da möchte ich jetzt aber dieser Rezension auch gar nicht so sehr darauf eingehen, weil ich hier keine anderen Fremdbücher spoilern will. Damit würde ich sagen, verlassen wir Afrika und kommen zu drei Gebieten, die sich in der Türkei befinden. Wir sind jetzt hier in Kleinasien, im vorderen Orient, im Taurusgebirge. Ja, und die nächsten drei Orte, das ist einmal hier die Schatzfeste Kuinda auf dem Berg Karasis und noch zwei weitere. Hier geht es jetzt um den Schatz, den Alexander der Große wohl irgendwann mal vergraben haben soll in einer Höhle. Und ja, da wird dann auch so ein bisschen wieder Mythosinhalt geliefert. Ich muss sagen, funktioniert auch ohne. Hier beim Lesen hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr auf die Türkei und dieses Gebirge, weil es dann drei aufeinanderfolgende Teile davon sind, die alle irgendwo in derselben Region spielen. Ganz so geologisch bewandert bin ich da nicht, aber man könnte da sicherlich eine kleine Kampagne zu aufsetzen, wenn man das wollen würde.
indem man dann von diesen drei Orten das miteinander verknüpft. Was ich noch ganz interessant finde, ist die künstliche Spitze von Nemrut Dagi. Das ist wohl auch eine in Anführungsstrichen Pyramide. Die ist allerdings nicht so sehr hoch wie die Cheops Pyramide in Ägypten, sondern die zeichnet sich einfach darüber aus, dass sie auf einem Berg gebaut ist und es da auch ein paar Statuen gibt, die unfassbar groß sind, wo man nicht so genau weiß, was da passiert ist, zu was für einem Volk das gehört und wer das da überhaupt so erschaffen konnte. Ist ganz interessant zu lesen. Wenn es euch interessiert, ja, schaut einfach mal rein. Ja, die nächsten beiden Szenenplätze, Beschreibungen, drehen sich dann um die Wüste in Kleinasien, im vorderen Orient. Und hier geht es dann um Irem oder Irem. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird. Im Englischen heißt es Irem. Und ja, ich finde diese beiden Plätze äußerst gelungen. Die andere Stadt ist dann die Stadt ohne Namen. Die sollte man, glaube ich, auch kennen. Dort hat nämlich Abdul al-Hasrat damals, als er das Necronomicon oder das Al-Azif schrieb, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum er mit wahnsinnig geworden ist, weil er dann eben im Wind Stimmen gehört hat und flüstern. Ja, genau. Auch hier ist die Suche nach der eigentlichen Stadt schon wieder ein Abenteuer wert, wenn man dann sich ja einquartieren muss, vielleicht bei irgendeinem Scheich in diesem vorderen Orient, ob das jetzt 1890 ist oder 1920 oder auch in der aktuellen Zeit, und dann diese Stadt abgesperrt ist oder großräumig ja Militär drumherum gezäunt ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf alle Fälle, wenn man diese Beschreibungen liest, hat man viel Lust, da mal Charaktere als Spielleiter hinzuschicken. Ich finde das äußerst gelungen. Es wird ja auch wieder verknüpft mit Sagen von ja, Scheherazade aus Tausend und einer Nacht. Bei dem Lesen hatte ich mich zumindest auch wieder einmal schlau gemacht über die ja über meine Internetquellen und habe einfach mal geschaut, was ist denn über Irem, über Irem so zu finden. Und habe mich da dann auch ein bisschen über Mekka informiert und die diese großen ja diese große Kaaba, diese ja dieser kleine Palast, der da eingearbeitet ist und der dann als Zentrum für alle Moslems dient und die hier einmal hinreisen. Auch das ist so ein bisschen damit verknüpft. Finde ich auch wieder ganz spannend gemacht, wie man das so alles ineinander weben kann und man nie genau weiß, was davon ist jetzt wirklich Wahrheit, was genau ist jetzt davon Fiktion. Okay, weiter hinten fängt es wieder an mit dem Mythos-Inhalt und da geht es dann wieder darum, wie die großen Alten wieder Kriege geführt haben. Das kann man rauskürzen. Man kann es eben auch so spielen, ohne diesen Mythos-Inhalt. Aber da sag ich am Ende der Rezension nochmal wieder was zu. Aber ja. Ja, dann zeige ich euch hier ein Bild bei der Stadt ohne Namen. Die wurde auf den vorherigen Seiten wurde da schon ein bisschen was zu gesagt, aber ich wollte euch hier nochmal einmal diese beiden Bilder zeigen. Nicht das unbedingt auf der linken Seite, eher das auf der rechten. Oder die beiden auf der rechten, wenn man so namenlose Schwärze dort erkennt und sich vorstellt, dass man in solche Gänge kriechen muss, in ja, verfallenen Ruinen. Ich glaube, das macht schon einiges her. Und wenn ich sage einfach mal, genug Geld hätte, so eine kleine Expedition selber in diese Wüste finanzieren, das kostet natürlich ein bisschen was. Ja, das macht auf alle Fälle schon Lust und Laune, da selber mal hinzureisen. Ja, dann sind wir in Asien und zwar in Angkor Wat. Habe ich auf vielen Bildern und Videos schon gesehen, aber habe mir nie so einen richtigen Reim drauf bilden können, was es damit sich so auf sich hat. Aber wenn man sich diesen Text so durchliest und die Dimensionen dieser Tempelanlage, die bombastisch groß ist und in den Dschungel gebaut wurde, da braucht man auch mal wieder gar keinen Mythos-Inhalt. Da kann man auch einfach so versuchen, irgendeine Ausgrabung zu machen. Da würde ich jetzt aber auch sagen, nicht unbedingt in den aktuellen Zeiten, weil das ist ja mittlerweile schon richtig gut als touristische Attraktion ja, verkauft. Aber in den 1920er Jahren oder noch früher könnte man da sicherlich eine gute Expedition machen.
Wenn man da dann verschiedene Tempelruinen ausgräbt und dann die eigentliche Dimension von Angkor Wat dann einem klar werden, denn das ist wirklich gewaltig. Ja, dann sind wir von Angkor Wat weitergereist nach Indien, und wir befinden uns bei den Ellora-Höhlen. Den Text habe ich so ein bisschen überflogen und das hat mich dann sehr stark an Indiana Jones erinnert, an verschiedene Indiana Jones-Filme, die dann miteinander so ein bisschen gemischt werden. Und ja, wo man dann in Höhlen reinsteigt, wo man dann Artefakte rausziehen kann. Oh, ja, also auf alle Fälle, wenn man mal Indiana Jones nachspielen möchte, gerade jetzt auch für eine Hollow Earth Expedition, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, in den 1930er Jahren vielleicht. Das ist auf alle Fälle sehr interessant, aber nicht unbedingt einer meiner Lieblingsorte. Also da gibt es wesentlich spannendere, aber ist auch schon mal ein schöner Überblick. Ich hätte mit Indien so gar nicht gerechnet. Man hat das als Europäer einfach nicht auf so auf dem Schirm, weil es einfach so weit weg ist. Krakatau. Ja. Krakatau ist ein riesiger, gigantischer Vulkan und den kannte ich schon, aber mir war nicht klar, dass er so gewaltig ausgebrochen ist. Hier ist es eher eine kleine Szenenbeschreibung, was damals passiert ist, als er ja ausgebrochen ist. Ihr könnt es hier auch erkennen, an den verschiedenen Daten. Es gab wohl eine Explosion, die mit, ich glaube, 200 Atombomben gleichkommt. Also wenn man mal Hiroshima als Vergleichsatombombe nimmt, das ist jetzt ein bisschen schwach ausgedrückt, aber stellt euch einfach 200 mal Hiroshima Atombomben vor. Und mit dieser Wucht ist dieser Vulkan ausgebrochen und hat dann für verstörende Szenarien gesorgt und leider auch viele Menschen damals umgebracht. Durch Flutwellen, durch Aschewolken, durch Staub, was dann ein Vulkan eben so mit sich bringt, ist denn die Insel selber, die es damals gab, ist mit dieser Explosion auch untergegangen, ist dann aber wieder neu entstanden und mittlerweile wächst dieser Vulkan wieder und bereitet sich auf ein weiteres Schauspiel vor. Ja, also hochinteressant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Kapitel verschlungen und man kann da selbstverständlich eine Expedition spielen, die sich das dann mal anguckt, zu der Zeit kurz vor dem Ausbruch, vielleicht aber auch kurz nach dem Ausbruch. Das ist also wieder typisches Gaslicht-Setting oder aber 1920, 1930. Oder aber man spielt es jetzt im Now-Zeitalter, weil ich habe ja gesagt, der Vulkan ist komplett kaputt gewesen. Die Insel baut sich jetzt nach und nach wieder auf und wächst und wächst und wächst. Das heißt, wir haben wieder einen kleinen Druck, der entsteht. Und es könnte ja sein, dass der Vulkan demnächst wieder ausbricht und man muss dann vielleicht jetzt nicht 2017 zum Zeite dieser Rezension spielen, sondern man kann das ja auch so ein bisschen in die Zukunft verlegen, 2020 oder sowas, eine kleine Expedition, die dann aufbricht. Und ich weiß nicht, ob das was bringt, ob das irgendwie spannend ausgearbeitet werden kann, weil es hier keine Abenteuervorschläge drin gibt, aber das ist sicherlich interessant und spannend, also. Ich habe das Kapitel echt gerne gelesen. Ja, und dann haben wir noch einmal das Plateau von Leng. Das ist auch wieder eine, ja, ein erfundenes Hochplateau in den Bergen. Und das sollte eine ganzen Menge Mythos erfahrenen Leuten bekannt sein. Ja, ich habe mir das angelesen, dachte mir, okay, dann kann ich so ein bisschen was mit Längen mal verbinden. Ich habe da ja schon eine ganze Menge drüber gehört, aber doch nie genau, wie es da oben aussieht. Ich wusste dann natürlich, dass die Chocho davon kommen, also so kleine Mischwesen, ungefähr 1,20 Meter große, ja, vielleicht asiatisch aussehende menschliche Wesen, die da oben gegen Riesenspinnen kämpfen. Ja, fand ich auch mal so ganz interessant, dass ich mal ein Bild davon bekomme. Aber ja, es ist nicht mein Lieblingskapitel geworden. Hat wieder ein paar interessante Aspekte und klar kann man da auch mal eine Expedition hin, ja, bauen. Aber ja, schön, dass es in diesem Buch drin ist, aber mir hat es nicht so viel gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, dann geht es um Shambhala, auch da das gleiche Problem. Shambhala oder auch das Plateau von Leng, beides irgendwo im Himalaya, beides irgendwie die Probleme, wie man eine Expedition dahin unternehmen kann. Also das kann man dann auch wieder mit dem Plateau von Leng verknüpfen, wenn man da eine große Kampagne aufziehen wollen würde. Dann eine Seite weiter, neben der Mongolei dann auch Tibet und wie man sich dann eben in Tibet, ja, wie da so die Lebensumstände sind. Ich finde es auch wieder ganz interessant, weil man weiß mal wieder so viel zu wenig über Tibet und wie kalt es da eigentlich oben ist, was diese Menschen da oben essen und trinken und wie wichtig die Yaks sind. Meine einzige Erfahrung, die ich so mit Tibet bisher habe, ist Tim und Struppi. Und dass man das dann hier nochmal so aufgearbeitet und gut recherchiert findet, ja, war wieder ganz nett, aber ich würde auch keine Expedition nach Shamballa in Siam führen, ja. Ja, letztes Kapitel, dann sind wir auch gleich durch. Tunguska, ein großes Gebiet im Norden von Russland, Sibirien, wo keine Menschen wohnen. Es gab eine gigantische Explosion. Auf der rechten Seite könntet ihr es sogar lesen, wenn ihr euch das Video groß anguckt. 1000 Hiroshima-Bomben. Und ja, dementsprechend, man weiß nicht genau, was passiert ist. Es gab eine Explosion. Bäume sind abgestorben. Vielleicht war es ein Komet, ein Asteroid. Und vielleicht ist er auf die Erde eingeschlagen. Niemand weiß es. Und es ist bis zum heutigen Zeitpunkt immer noch nicht wirklich geklärt. Man wollte wohl mal verschiedene Expeditionen in diese Richtung planen. Das ist allerdings aufgrund des ersten. Ich glaube, es war sogar der Zweite Weltkrieg. Man hat dann also noch ein bisschen später die Expedition angesetzt. Ich glaube, aufgrund des Zweiten Weltkrieges steht hier drinne, wurde dann die Expedition nicht so zu Zufriedenheit abgeschlossen. Und ja, seitdem weiß man immer noch nicht genau mehr. Und das ist auch ein Fakt. Da muss man gar nicht so sehr viel Mythos-Einhalt reinstreuen. Man kann das natürlich wieder mit Mythos und Krieg erklären, der da oben irgendwie von Aliens ausgetragen worden ist. Aber auch so, finde ich, ist das schon mal eine Reise wert. Und da muss man ja wieder auch kein Cthulhu für spielen. Da reicht dann auch wieder, weiß ich nicht, eine Hollow Earth Expedition oder irgendwas, was auf dieser Welt eben spielt. Ja, 1890, also im Gaslichtzeitalter, macht das wenig Sinn, dass man da hinfährt, aber 1920 ist das auf alle Fälle noch ganz, ganz frisch, dieses Thema, und da müsste man dann eben nur noch die Russen davon überzeugen, dass man als, ja, entweder deutsche Expedition oder englische Expedition da mal hin darf. Aber ich kann mir das sehr, sehr spannend vorstellen. Was in diesem Buch nicht aufgetaucht ist, aber was ich euch nochmal mit auf den Weg geben möchte zum Googlen, schaut euch doch einfach mal in diesem Zusammenhang an das Unglück am Dyatlov-Pass. Der Dyatlov-Pass selber ist nicht in dieser Gegend, aber wenn man schon mal irgendwie was in Russland machen möchte, auch der Dyatlov-Pass wäre ein perfektes Beispiel für ein Abenteuer in Russland, was man vielleicht sogar damit verknüpfen könnte. Ja, also das Land ist groß, es ist kalt und da kann man eine ganze Menge verstecken im Schnee. Gut, damit kommen wir zu der Bewertung dieses Buches. Ja, es ist kein Abenteuerbuch, es ist auch kein Regelwerk, es ist ein Quellenband, der komplett ohne Regeln auskommt. Ja, dementsprechend, ich gebe für Zeichnung und Layout, gebe ich 2 von 4 Punkten. Bei den Zeichnungen ist es einmal alles schwarz und weiß. Das ist an sich okay, weil, naja, es ist Cthulhu, es will irgendwie 1920 auch gerne widerspiegeln. Und das ganze Buch ist eben in Schwarz und Weiß. Man muss eben nicht auf Farbe gehen. Das machen in letzter Zeit eine ganze Menge Verlage, aber das werde ich diesem Buch nicht ankreiden, vor allem weil es auch eine Wiederauflage von 2008 ist. Und auch damals war das Buch schon Schwarz-Weiß, jetzt nochmal neu herausgekommen, neu aufgelegt. Ja, trotzdem Schwarz-Weiß und Layout,
Es gab, wie gesagt, keine wirklichen Trennungen. Es stand zwar oben so halbtransparent drüber, wir befinden uns jetzt in Afrika, wir befinden uns jetzt in Asien oder in Amerika. Das stand zwar immer drüber, aber es gab keine. Ich hätte mir da noch einen deutlichen Trenner zwischen gewünscht. Der war so nicht da und deswegen gebe ich da 2 von 4 Punkten für diese beiden Aspekte Zeichnung und Layout. Redaktion und Struktur. Ja, Struktur habe ich ja eben schon so ein bisschen was zu gesagt. Ich habe das jetzt mehr in das Layout geschoben, denn an sich sind die Texte strukturiert und redaktionell sind sie auch gut aufgearbeitet, wobei man sagen muss, sie sind wieder aufgearbeitet. Denn, wie gesagt, das Buch gab es ja schon mal und da musste die aktuelle Redaktion, glaube ich, wenig machen. Ich gebe hier trotzdem 4 von 4 Punkten, denn es folgt immer ein Teil, der Wirklichkeit ist, wenn man das so sagen kann, auf historischen Fakten basiert. Und dann danach gibt es die Sachen, ja, wie man da jetzt den Cthulhu-Mythos einweben möchte als Erklärung, wenn man das denn mag. Ich würde sogar bei vielen Sachen darauf verzichten. Weil es auch einfach so funktioniert und diese Orte so schon ziemlich cool sind. Aber ja, es gibt da wie gesagt eine deutliche Trennung. Erst den historischen Fakt und dann später die Cthulhu-Sachen. Da hat man wenig falsch gemacht. Soll so passen. Recherche. Genau. Ich habe jetzt hier, weil es ein Quellenbuch ist, habe ich hier mal aufgeführt, inwiefern man gut aus diesem Buch recherchieren kann. Ob das schon mal reicht und ergibt viele Ideen zu vielen Orten auf vielen Kontinenten. Es fehlen noch ein paar Kontinente, aber das folgt dann in einem zweiten Buch. Und ja, ich fühle mich selber schon sehr Mythos bewandert und ich kenne auch ein paar seltsame Plätze, die es auf der Welt so gibt, aber auch hier waren viele Sachen dabei, die mir so nicht bekannt waren. Und das dann als Ideengeber für eine Kampagne zu benutzen, finde ich echt schön. Da muss man dann noch ein bisschen Eigenleistung reinstecken, aber ich gebe hier auch trotzdem 4 von 4 Punkten. Bonuspunkte gebe ich 2 von 4. Ja, es ist Cthulhu. Aber ich hatte teilweise so ein bisschen das Gefühl, dass man da gewürfelt hat, welchen Mythos man an welchen Platz verfrachtet. Bei dem Plateau von Leng ist es natürlich bekannt, was da eben lauert, dass da Chocos sind und dass man da vielleicht auch auf ein paar andere Wesen treffen kann, auf diese ja, namensgebenden Spinnen von Leng, die man auch in den Traumwelten kennt und so. Aber ich hatte trotzdem oft das Gefühl, dass diese eine Wesenheit vielleicht nicht so zu diesem Ort passt. Und Hauptsache, es muss da irgendwas rein. Und ja, deswegen gebe ich da in dem Punkt, muss ich was abziehen. Und es gibt keine Abenteuervorschläge. Ja, das ganze Buch inspiriert zwar dazu, aber es gibt keine eigenen Aufhänge. Da müsste man also sehr viel Eigenleistung reinstecken, um aus diesem Quellenbuch was Eigenes zu machen, was ich dann auch wirklich den Spielern präsentieren kann. Weil wenn ich dieses Buch habe, das ist zwar für mich als Spielleiter echt schön, dass ich mal mir was zu diesen Plätzen durchgelesen habe, aber ich will das natürlich auch benutzen und das kann ich nur, wenn ich solche Plätze dann in ein Abenteuer, ja, umwandle. Und da muss ich jetzt eine große Eigenleistung reinstecken, damit das was wird. Und da ziehe ich eben, wie gesagt, auch nochmal einen Punkt ab. Das Buch ist zwar schon ziemlich dick, aber da hätte man, glaube ich, noch ein paar Punkte reinnehmen können. Naja, gut. Ja, das war's. 2 Punkte, 4 Punkte, 4 und nochmal 2 und damit haben wir das Endergebnis. Ich gebe mal wieder den Preis pro Seite an, so wie man als PDF das Ganze finden könnte, wenn man sich dafür interessiert. Und damit lasse ich euch alleine. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.